Hat die SPD im Jahr 2000 die Erwerbsminderungsrente zerstört und Millionen Rentnerinnen und Rentner kalt enteignet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 1. Januar 2021 jährte es sich zum 20. Mal die sogenannte Erwerbsminderungsrentenreform im Jahr 2000 zum Jahresübergang 2001. Und zwar federführend damals durch die SPD und Grünen, die damals die Große Koalition dort hatten. Diese Herrschaften haben im Jahr 2000 sozialpolitisch ein absolutes Desaster angerichtet. Ein sozialpolitischer Kahlschlag mit verheerenden Wirkungen für die betroffenen Rentnerinnen und Rentner, die nach dem 31.12.2000 eine neue Erwerbsminderungsrente nach neuem Recht bekommen haben. Vor dem 01.01.2001 gab es zwei Invalidenrenten in dem SGB VI, und zwar die EU-Rente, also Erwerbsunfähigkeitsrente, und eine Berufsunfähigkeitsrente. Wenn also jemand weniger als 2 Stunden arbeiten konnte, dann hat er eine EU-Rente bekommen. Wenn er mehr als 2 Stunden arbeiten konnte, aber weniger als 8 Stunden oder weniger als 4 Stunden arbeiten konnte, hatte er eine Berufsunfähigkeitsrente bekommen. Und zwar die Berufsunfähigkeitsrente mit 66,67% der Vollrente aus der EU-Rente. Und für beide Renten gab es keinen Abschlag. Und im Jahr 2000, Ende des Jahres 2000, gab es dann die Demontage der bestehenden EU-Rentenregelung durch die SPD, federführend durch den damaligen Bundesarbeitsminister Walter Riester. Und wir erinnern uns ja gerne in diesem Zusammenhang an die doch so überaus erfolgreiche Riester-Rente. Viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, die ab 2001 eine EM-Rente bekommen haben, wurden de facto kalt enteignet. Und das hat die SPD zu verantworten. Und was für Änderungen gab es denn im Jahr 2001? Seit 2001 heißt die EU-Rente nicht mehr EU-Rente, sondern volle EM-Rente. Und wir haben eine teilweise EM-Rente. Es wurde der Berufsschutz für die Versicherten, die nach dem 2. Januar 1961 geboren sind, abgeschafft. Es wurde ein Abschlag von maximal 10,8% eingeführt. Die teilweise EM-Rente gab es nur noch zur Hälfte der Vollrente. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die BU-Rente, dass es die mit 66,67% der Vollrente gegeben hat. Zahlenmäßig führte das bei der teilweisen EM-Rente zu einem Verlust bis maximal 28%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es gab Änderungen der medizinischen Bewertung einer Erwerbsminderung, Erwerbsfähigkeit, weil diese ab 2001 für einen Arbeitstag von 6 Stunden bewertet wurde und vorher waren es nämlich 8 Stunden. Das heißt also, wir haben einen viel geringeren Zeitraum der zeitlichen Bewertung und das ist für Mediziner viel, viel komplizierter, hier eine Erwerbsfähigkeit oder Erwerbsminderung festzustellen. Über Nacht haben viele, viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, die dann eine Rente bekommen haben, die Auswirkungen dieser Rentenreform wirklich zu spüren bekommen. Und ich habe das mal hier an einem Beispiel aufgezeichnet, was damals passiert ist. Ja, also hier haben wir eine EU-Rente und eine EM-Rente und wir haben 2 Leute, die praktisch ein Leben lang immer miteinander zusammengearbeitet haben. Die waren sogar im Kindergarten und haben immer auf derselben Arbeitsstelle gearbeitet. Der eine hieß Hans oder heißt Hans im Glück, 55 Jahre alt, und der andere heißt Hans im Pech. Und beide vereint ein Schicksal auch noch, sie sind beide leider so krank, dass sie eine Invalidenrente brauchen. Der Hans im Glück hat wirklich Glück gehabt, dessen Invalidenrente oder EU-Rente nach altem Recht begann am 01.12.2000. Und bei dem Hans im Pech war das so, bei dem hat die neue EM-Rente am 1. Januar 2001 begonnen. Und der Hans im Pech hat auch noch zu dem Hans im Glück gesagt, du weißt du was, ich beantrage meine Rente ein paar Monate später, da ist das alles nicht so schlimm, ich kriege ja wahrscheinlich dasselbe wie du auch. Beide vereint auch, dass sie jeweils 35 Entgeltpunkte erwirtschaftet haben. Ich habe ja gesagt, die haben zusammen gearbeitet, immer dasselbe, 35 Entgeltpunkte.
Und im Jahr 2000, Übergang auch zum Jahr 2001, war der aktuelle Rentenwert für einen Entgeltpunkt damals 48 D-Mark und 58 Pfennige. Wenn ich jetzt für den Hans im Glück seine EU-Rente nach Altenrecht ausrechne, nehme ich einfach die 35 Entgeltpunkte. Er hat ja auch keinen Abschlag, 1,0. Der Rentenartfaktor ist auch 1,0. Nehme ich die 35 Entgeltpunkte und multipliziere die mit den 48 D-Mark und 58 Pfennigen und komme dann auf 1.700 D-Mark und 30 Pfennige Rente. Für Hans im Glück. Für Hans im Pech sieht die Sache ein bisschen anders aus. Dessen Rente beginnt am 1. Januar 2001. Der bekommt auch eine volle Erwerbsminderungsrente. Mit 35 Entgeltpunkten, aber nur mit dem kleinen Unterschied, dass er jetzt einen Abschlag von 10,8% hat. Das heißt also, sein Zugangsfaktor ist nicht mehr 1,0, sondern nur noch 0,892. Dann wird das Ganze alles mit dem Rentenwert damals multipliziert und dann kommen wir zum Ergebnis. Unser Hans im Pech hat dann eine Rente monatlich von 1.516 D-Mark und 66 Pfennigen. Und das macht für den Hans im Pech einen Verlust aus von sage und schreibe 183 D-Mark und 63 Pfennigen pro Monat. Rentenunterschied 183 D-Mark. Nehmen wir jetzt mal Folgendes an. Alle beide leben noch bis zum 80. Lebensjahr. Das heißt also 25 Jahre später hat unser Hans im Pech real unter diesen Bedingungen sage und schreibe einen Rentenverlust von 55.089 D-Mark erlitten. Das sind heute rund 26.000 Euro. Und noch viel schlimmer ist das Szenario, wenn wir annehmen würden, dass Hans im Glück und Hans im Pech jetzt keine volle EU-Rente und volle EM-Rente bekommen, sondern nur eine Berufsunfähigkeitsrente und hier der Hans im Pech eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen würde. Und da halten Sie sich bitte fest, unter gleichen Bedingungen, nur mit einer etwas anderen Berechnung, bekommt unser Hans im Pech monatlich eine teilweise EMR, die 363 D-Mark niedriger ist als die BU-Rente unseres Hans im Glück. Das sind die rechnerischen Auswirkungen der Reform aus dem Jahr 2000-2001. Und im nächsten Schaubild zeige ich Ihnen dann mal, wie sich wertmäßig die durchschnittlichen EM-Renten und EU-Renten seit dem Jahr 2000 entwickelt haben. Kommen wir zur Wertentwicklung der EU-EM-Renten seit dem Jahr 2000 bis 2019. Im Jahr 2000, als wir noch die alte Erwerbsunfähigkeitsrente hatten, hatten wir eine durchschnittliche Erwerbsunfähigkeitsrente von 713 Euro. Die 713 Euro sind praktisch die volle EU-Rente und die Berufsunfähigkeitsrente zusammengefasst und dann bei den anderen Zahlen mit der Erwerbsminderungsrente ab dem Jahr 2000, dann die volle EM-Rente und die teilweise EM-Rente. Im Jahr 2000, also praktisch ein Jahr später, waren wir schon bei 680 Euro Rente im Durchschnitt. Im Jahr 2011 599 Euro. Im Jahr 2014 ging es dann wieder leicht nach oben mit 613 Euro und im Jahr 2019 liegen wir jetzt im Schnitt in den alten Bundesländern bei 802 Euro durchschnittliche EM-Rente, volle EM-Rente und teilweise EM-Rente zusammengefasst. Nochmal ganz kurz zum Zahlenhintergrund. In den Jahren 1995 bis 2012, 2013 hatten wir ja eine massenhafte Arbeitslosigkeit. Das ist Ihnen bekannt. Und deshalb ist das auch ein Grund, warum hier die Zahlen nach unten gegangen sind. Hier wurde zum Beispiel Hartz IV mit eingepreist, Arbeitslosengeld I, prekäre Arbeitsverhältnisse.
Die Leute haben immer weniger Geld bekommen und das wirkte sich natürlich auch auf die Höhen der EEM-Renten ganz massiv aus. Aber auch, das muss man sagen, der Rentenabschlag, der hier sozusagen drin war. Und selbst die Rentensteigerungen, die hier in den Jahren auch da waren, haben ja nicht dazu geführt, dass die EEM-Renten wirklich gestiegen sind. Aber eins ist augenfällig. Mache ich hier mal eine Klammer drum. Dann sehen wir, dass bezogen auf das Jahr 2000 und bezogen auf das Jahr 2019 es doch eine positive Entwicklung gibt. Das heißt also, wir haben hier bei der vollen EU-Rente 713 Euro und hier 802 Euro. Da könnten Sie natürlich jetzt sagen, naja, was meckert denn der Knöppel da rum? Das ist doch alles in Ordnung. Nein, das ist es nicht. Denn wenn unser EU-Rentner auch heute noch seine EU-Rente bekommt, sagen wir mal im Jahr 2019, dann gab es ja eine Wertentwicklung für die EU-Rente. Wir haben seit dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2019 rund 33% Rentensteigerung. Ich habe jetzt mal das Referenzjahr 2019 genommen und habe mal verglichen EM-Rente 2019 und EU-Rente aus dem Jahr 2000. Und da komme ich bei einer Rentensteigerung von 33% von 713 Euro auf sage und schreibe 948 Euro Rente. Und das vergleiche ich jetzt einfach mal mit dem Rentenwert, den ein Neurentner, Erwerbsminderungsrente, im Jahr 2019 mit 802 Euro bekommt. Und da stellen wir mathematisch fest, dass die 948 Euro ja deutlich höher sind als die 802 Euro. Das heißt also, unser Rentner, der jetzt im Jahr 2019 eine EM-Rente bekommen hat, als Erstmalbezug, der hat immer noch 146 Euro weniger Rente als der EU-Rentner, der hochgerechnet im Jahr 2019 948 Euro Rente hat. Und alles, was die SPD seit 2014 gemacht hat, gesetzgeberisch gemacht hat, und das muss man ihr natürlich auch zugutekommen lassen, hat aber nicht dazu geführt, dass der wirkliche Wert der EM-Rente und die Verluste, die seit der neuen Reform im Jahr 2000 eingetreten sind, wirklich wieder wettgemacht worden sind. Ja, wir wissen also, im Jahr 2014 gab es eine Erhöhung der Zurechnungszeit. Dann hatten wir die Günstigerprüfung. Dann hatten wir im Jahr 2018 wieder eine neue Zurechnungszeit. Und jetzt im Jahr 2019 diesen Riesensprung in der Zurechnungszeit auf die Regelaltersgrenze oder auf das Lebensalter der Regelaltersgrenze, was ja bei vielen Leuten dazu geführt hat, dass die EM-Renten auch wirklich sprunghaft angestiegen sind. Aber wir sehen, es reicht einfach nicht aus, wenn wir uns mal die EM-Rente im Jahr 2019 angucken mit 802 Euro, dann kann ich Ihnen nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung als Rentenberater und Rechtsanwalt für Sozialrecht, hier bewegen wir uns ganz klar im Sozialhilfeniveau-Bereich. Das heißt also, viele von den EM-Rentnerinnen und EM-Rentnern, die jetzt Neurenten bekommen, sind wirklich Armutsrentner. Und das Schlimme bei der ganzen Sache ist, und das hat wiederum nicht nur die SPD verbockt, sondern jetzt auch die CDU, CSU mit dabei, man hat diese Leute einfach bei der Grundrente außen vor gelassen. Denn die meisten EM-Rentnerinnen und EM-Rentner werden keinen Grundrentenzuschlag bekommen. Dazu hatte ich auch schon mal Videos gedreht und auch Textbeiträge veröffentlicht. Das ist relativ einfach. Die Zurechnungszeiten werden nicht als Grundrentenzeiten anerkannt. Das Arbeitslosengeld I wird nicht anerkannt. Das Hartz IV wird nicht anerkannt. Und auch die Arbeitslosenhilfe wird nicht als Grundrentenzeit anerkannt. Ich kann nur hoffen, dass wir in absehbarer Zeit eine Rentenpolitik bekommen, die wirklich gerecht ist, wo auch Altersarmut verhindert wird und die auch sichert, dass kranke Menschen eine solche Rente bekommen, dass sie wirklich in Würde davon leben können. Ich denke, mit einer SPD ist eine solche Rente nicht zu machen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.